wir können auch rennen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Wow. Und dann fliegen wir auch schon in die Luft. Okay, wofür war das Power-Meter denn eigentlich sonst noch? War es eigentlich nur für den... Ich glaube, das war nur für den tasmanischen Teufel. Was? Moment mal, ich dachte, ich könnte darauf springen. Okay, für meine Verhältnisse bin ich schon viel zu oft verreckt in diesem Spiel. Es ist nicht schwer, aber es stelle mich gerade ziemlich blöd an. Oh mein Gott, oh mein Gott. Stimmt, man kann ja auch so rutschen. Wow. Wow, diese Gegner sind schon etwas härter. Ich weiß gerade nicht, ob ich die mit Durchrutschen besiegen kann. Das müsste man nochmal herauserfahren. Was auch immer. So, es gibt noch ein paar andere lustige Tricks, die wir sogar noch gleich so zeigen. Oh mein Gott, dieses Spiel, es ist einfach nur... Oh mein Gott, da kommen alte Erinnerungen hoch. So, nee, 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 ein Herz, bitte, Dankeschön. Hier kann man schon im Speedrun durchlaufen. Das ist doch nicht so schwer, Mann. Okay, rein hier. Mein Gott, wie viel Zeit ist vergangen? 5 Minuten oder so? Keine Ahnung. Ich habe jetzt keine Uhr hier. Aber wir kommen erschreckend schnell voran. Meine Güte. Ja, dieses Spiel besitzt hier. Wow. Ach ja, stimmt. Ja, genau. Das ist die Powerzeit auch noch gut. Unter Wasser beherrscht man nämlich eine Wirbelstoßattacke. Whatever. Ich glaube hier oben. Aua. Scheiße. Hier oben war meiner Meinung nach noch irgend so ein kleines Secret. Oder was heißt Secret? Ein Herz. Was wir ja auch gerade bei verloren haben. Runter hier. Brrrm. Ja, mit der Ente. Die Ente haben wir genommen, weil wir damit schön gerade so schwimmen können. Lalalala. Alle anderen werden so mit Marios mäßig. Oh mein Gott. Ich schwimme viel zu schnell. Alle anderen Charaktere werden so Mario-mäßig hier durchschwimmen und total lame und bram! Oh mein Gott. Dieser Wasser-Windstoß-Move suckt. Wow. Gibt's hier oben noch irgendwas? Nein. Gut, dann gehe ich runter. Oh mein Gott. Übergegner. Lalalalala. Ach, ist das herrlich, das Spiel. Ich glaube, wir mussten hier rein. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Naja, aber großartig verlaufen sollte man sich nicht in diesem Spiel. Es ist recht einfach gehalten. Oh mein Gott. Ja, kleine... Ach, ein neuer Gegner. Putzig, putzig. Stirb. Wie er weggeflogen ist, süß. Egal, gucken wir hier nochmal uns ein bisschen um. Ich meine, hier noch ein Herz... Das ist hier noch ein Herz... Na gut. Es gibt hier eine Türe, die uns etwas Leben verschafft. Blablabla. Bla, bla. Ja, du bist Hampton, ich weiß, du dicke Schwein. Gib uns das, die Leben und nehme unsere Karotten dahin, wie ihr es ein Schwein machen würde. Okay, aber jetzt hör auf zu labern. Gib her, los. Ich brauch die Leben. Ich verreck so oft. Okay, gut. Und rutschen wir runter ins Exit. Was der Computer nebenbei so allein macht. Okay, wenn wir hier nach links gehen, werden wir nur zurückkommen. Glaube ich zumindest. Ja, kenne ich mich nicht super dieses Spiel aus. Nein, es ist wirklich nicht anders. Ja, glaube ich zumindest. Okay, hier noch was Lustiges. Wenn man Anlauf nimmt. Na gut. Ich glaube, ich zeige euch das einfach in diesen Raum, der jetzt kommt. So. Darüber haben wir uns früher ziemlich schlapp gelacht. Wir fanden es einfach nur toll, dieses. Und wenn man hier oben bleibt, glaube ich, bleibt man auch unbesiegbar. Man kann hier nämlich. Moment. Oh mein Gott, Moment, nein, 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 nein! Was tue ich nur? Scheiße, Leute! Oh nein! Wenn man von diesem Mädchen erwischt wird, muss man gleich von vorne anfangen. Das ist sehr unbarmherzig. Was ich euch zeigen wollte, war einfach nur, dass man, wenn man Anlauf nimmt und dann voll gegen die Wand rast, dann gegen die Wand klatschen, das sieht lustig aus. Aber. Das geht nur bei der Ente, weil die irgendwie ein bisschen blöd ist und leider ist mir das irgendwie gerade in die Hose gegangen. Es ist mir in die Hose gegangen. Ich muss das aus der Hose wieder rausholen und Verzeihung. Ja, ich habe gefailt. Ich wollte euch diesen lustigen Move zeigen und bin dabei verreckt. Und jetzt sind wir wieder in. Oh mein Gott. Jetzt können wir mal ausprobieren, ob wir diese Dinger umrasen können. Miau. Okay, ich bin einfach nur auf sie zugerannt und sie ist verreckt, aber. So, warten wir und jetzt. Oh, stirb!
Und tatsächlich, wie geil ist das denn? Oh mein Gott, dieses Spiel ist aber nur herrlich. Okay. Lang halten wir uns ja nicht auf, weil wir kommen hier jetzt ziemlich schnell durch. Vor allem mit der Ente, die so schön flattern kann. Oh mein Gott. Ich merke jetzt schon, ich werde ziemlich viele Ohren. Ziemlich viele Ohrwurm haben? Nein, ich werde einen sehr großen Ohrwurm. Wie sagt man das? Wie soll man nur sagen, dass man einen Ohrwurm. Ich weiß es nicht. Egal. Ohrwurmlied. So. Schluss jetzt. Gut. Schwimmen wir hier nochmal durch. Oh mein Gott. Stelle ich mich eigentlich so dumm an diesem Spiel? Oh mein Gott. Ich hole mir mein Herz. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin zu schnell, ich bin zu schnell. Moment, kann ich das hier auch schon zeigen? Oh, ich möchte gegen die Wand klatschen. Okay, dann nicht. La 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 la. Bin ich eine schöne Ente? Ja. Oh mein Gott, ihr Nasenfische. Okay, warten wir ein bisschen. Ja, er wird schon ungeduldig. So, gut. Hier durch. Oh mein Gott, geh mir aus dem Weg, du Monster. Okay, und wo gab es das Herz nochmal? Hier gab es ja kein Herz, fällt mir gerade ein, oder? Nee, ich habe kein Herz hier nochmal. Oh mein Gott. Mann, diese Macht, die mir geboten wird. Diese Macht, die in meinen Händen steckt. Sie führt dazu, dass ich, oh mein Gott, mich überschätze und... Ja. Linky ist es nicht gut, Macht zu geben. So, yay, 2-auf-1-Streich. Bam. Bam. Ich will gegen die Wand klatschen. Okay, dann nicht. Das haben wir früher immer gemacht. Wieso geht das jetzt nicht? Moment. Bam. Nee, geht auch nicht. Blöd. Und da habt ihr es gesehen. War es nicht schön? Rasen wir. Ach, es ist nicht lustig. Ach, ist das nicht toll. Oh mein Gott, gleich lasse ich mich wieder fangen. Ich möchte einmal gegen voll die Kante. Nein! Ich möchte einmal nur richtig gegen die Wand klatschen. Nein! Lass mich in Ruhe, du kleines Mädchen! Ach, egal. Haben wir ab, komm. Bevor wir noch wieder das ganze Level machen müssen. Und brrrring. Blau, blau. Okay. Zweites Level. Oder zweites Level geschafft. Ja, zweites Level geschafft. Das Piratenschiff. Aber hier geht's beim nächsten Mal weiter, liebe Leute. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch und ja, ihr seht schon, es wird nicht lange. Wir werden uns nicht lange mit diesem Spiel aufhalten. Leider. Na gut, also bis zum nächsten Mal. Ich bin draußen.